Mit der Inbetriebnahme der Nordanbindung des Leipziger Hauptbahnhofes ist ein zweiter ganz wichtiger Meilenstein für den Knoten Leipzig nach der Inbetriebnahme des Citytunnels im November in den Betrieb gegangen. Was haben wir mit diesem wichtigen Meilenstein erreicht? Wir schaffen es, die Schnellfahrstrecke aus Erfurt kommend und die Strecke aus Berlin deutlich schneller an den Bahnhof Leipzig anzubinden. Wir fahren nicht mehr mit 40 km/h hier ein, sondern bis zu 160 km/h und schaffen damit viel attraktivere Umsteigbeziehungen und Fahrplanbeziehungen in Richtung München und auch in Richtung Berlin. Des Weiteren haben wir neue Bahnsteige errichtet, die auch lange Intercity-Express-Züge komfortabel bedienen können. Wir haben die Zugbereitstellungsanlage angebunden, sodass wir also auch die Bereitstellung von neu hier startenden oder ankommenden Zügen perfektionieren können. Und natürlich ganz wichtig auch, wir haben für die Anwohner neueste Schall- und Erschütterungsmaßnahmen in diesem Projekt realisiert.